heute Abend auf jeden Fall den ersten Heimsieg einfahren, um sich wieder dahin zu orientieren, wo man sich in der vergangenen Saison lange, lange Zeit aufgehalten hat, nämlich in Richtung Tabellenspitze. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das wäre schon eine große Überraschung, denn mit Otto Addo, Gerald Asamoah und Jens Rasiewski hat man ja nicht irgendwelche Mitläufer abgegeben, Tino Polster. Ja, und deshalb hat Tommy von Heesen reichlich zu tun. Der neue Sportdirektor von Hannover 96 soll Spieler verpflichten, und zwar bitteschön mit Aufsteigerqualitäten. Das Geld dazu muss aus einem Vermarktungsvertrag kommen, über den noch verhandelt wird. Heimliche Devise in Hannover, jetzt erst recht, Aufstieg 2000. Und ab ging's, 96 von rechts nach links, dasselbe Team wie beim Sieg in Mönchengladbach. Waldhof Mannheim mit einer Veränderung, Cissé verletzt, dafür Malam als rechter Außenverteidiger in der Viererkette. Blank, lang nach vorne. Da kommt Defui, dann Lala und Morinas. Der erste Überfall vom Aufsteiger aus Mannheim, erfolgreich abgeblockt. Eine Viertelstunde lang war es wirklich tote Hose im Niedersachsenstadion. Dann Bastian Reinhardt. Vorne wartet Milovanovic. Goran Milovanovic. Sein viertes Pflichtspieltor schon für 96. Im Pokal in Lübeck hat er getroffen, die beiden Siegtreffer in Mönchengladbach erzielt. 500.000 Mark prima angelegt. Aber Morinas, er hatte die Flugbahn verändert und Schwinkendorf schlecht aussehen lassen. Der hatte sich aber auch nicht richtig verschoben in der Viererkette. Schwinkendorf mit Santos in der Abwehrmitte. Und viele trauern jetzt schon dem Brasilianer Borges nach, der in Bielefeld spielt. Die Abwehr war ja in der Regionalliga das Prunkstück der Mannheimer. Bei Uwe Rappolda rappelte es. Mannheims Trainer wollte, dass seine Mannschaft das Spiel dominiert. Jetzt hatte sie sich fürs erste Mal selbst besiegt. Sie brauchten noch mal gut 15 Minuten, bis was ging. Santos schön und lang auf Werner Protzel. Protzel, der Halblinke. Jörg Sievers, er hat's gerochen. Nur eine Spitze übrigens bei Mannheim, der Chinese Shu, das war erstmal zu wenig. Aber auch 96 ohne Mumm nochmal nachzulegen, sie zogen sich zurück, wollten kontern. Da ist Shu, der schickt Otto Vinci, der Ungar gegen Libero linke Verteidiger Reinhardt, ein langes Bein, Ecke. Carsten Linke war Abwehrchef, neben ihm Reinhardt und Blank, eine Wackeldeckung war's. Beispiele folgen. Linke unkontrolliert, Ronny Ernst, Postwenden zurück. Nix Tolles war's, trotzdem Sievers irgendwie irritiert. Carsten Linke hatte den Ball abgefälscht. Die Waldhöfer bewegten sich jetzt geschickter, rissen die Abwehr, die Niedersachsen, nicht in Fetzen, aber auseinander. Malam. Schuh, klasse mitgenommen mit der Brust. Ein robuster Einzelkämpfer, der Chinese, der Abschluss noch seine Schwäche. Branko Ivankovic, der kroatische Trainer, er war spät verpflichtet worden. Jetzt, so denkt er, sind alle körperlichen Defizite seines Teams aufgearbeitet. Von wegen. Ecke, Protzel. Achtung, jetzt. Morinas hält nur halbherzig dagegen und dann laufen alle Rot-Schwarzen der Musik hinterher. Rüdiger Rehm hatte die Chance vor Sievers. Rehm, der Linksverteidiger gegen Chemnitz, war er schon Torschütze und Vorbereiter. Von 96 nichts zu zeigen, nur eine Szene für den Schiedsrichter Lehrfeld. Steven Cherundolo hatte den Ball verloren, verfolgt jetzt Ronny Ernst. Brutalo Grätsche von hinten. Sie wollten doch ein Zeichen setzen, die Referees. Aber was macht Dirk Magenberg? Er zeigt nur Gelb. Cherundolo wurde übrigens sofort gegen Kubilanski ausgetauscht. Trainer Ivankovic kannte die gerechte Strafe. 96 aber aufgerüttelt, fand jetzt zwei Minuten wieder statt. Schwinkendorf-Fehler. Kubilanski, der war gerade drin im Spiel gegen seinen Ex-Club. Herrlich gezirkelt, aber musste er den nicht versenken? Andrzej Kubilanski, der Pole, hat zwar eine Verletzung überstanden, aber noch kein Selbstvertrauen. Jetzt ging es nochmal schnell bei 96, direkt vor der Pause. Milovanovic, wieder Milovanovic, Morinas, Kreuz, Markus, Kreuz.
zu Recht wieder in die U21-Nationalmannschaft berufen, die in einer Woche in Finnland spielt. Aber die Viererkette des SV Waldhof war nur ein Knäuel in der Rückwärtsbewegung. 1:0 zur Pause, gleich rein in den zweiten Durchgang, Freistoß Mannheim. Da kommt Dariusz Pasieka, der Kapitän, und wieder Sievers. Gut reingespielt, der Freistoß von Protzel. Hannovers lange Lulatsche in der Abwehr. Sie hatten schon in Mönchengladbach 2 Gegentore per Kopf kassiert. 96 weiter, leblos. Und wie? Rüdiger Rehm. Rüdiger Rehm. Ein Spazierganger nähert sich dem Tor. Durchgesteckt für Schuh. Stefan Blank macht einen Schuh draus für Mannheim. 1:1 Eigentor, 57. Minute. Stefan Blank, er muss in der Abwehr als Verteidiger spielen. Das ist gar nicht seine Lieblingsposition im Mittelfeld. Fühlt er sich viel wohler. Aber ansonsten ging auch einiges daneben. Vorne Kreuz und Lala ideenlos. Baschetti im defensiven Mittelfeld ganz schwach. Die Verteidiger außer Rand und Band. Stefan Blank, der Unglücksrabe, der U21-Auswahlspieler. Mannheim war in Spiellaune. David Wagner auch eingewechselt auf Otto Winsche, der Ungar. Was macht er? Otto Winsche. Ein Tor macht er. Noch Winsche offen. Zweiter Saisontreffer für den ungarischen Nationalspieler. Ein Klassemann in der zweiten Bundesliga. Erst greift ihn Daniel Steffui nicht an und dann hilft Keeper Jörg Sievers mit. Direkt über ihm schlägt es ein. '96 braucht offenbar die Peitsche. Jetzt ging ja nur noch was im Vorwärtsgang. Bounoua eingewechselt auf Babacar Ndiaye, auch eingewechselt. So gefährlich war das gar nicht, aber Todoricio machte dabei nicht die beste Figur. Ndiaye war ganz frei, den hatten die Gäste noch gar nicht richtig wahrgenommen. Die dazugehörige Ecke. Und wieder der Mann aus dem Senegal, Milovanovic. Milo, der Torzauberer, kaum zu sehen im Spiel, aber dennoch hellwach im richtigen Augenblick. Die zweite Liga hat einen neuen Anwärter auf die Torjägerkrone. Konzentrationsschwächen bei Waldhof. Keiner zuständig für den neuen Mann aus dem Senegal. Keiner bei Milovanovic. Kollektive Schläfchen. Leider aber waren noch 10 Minuten zu spielen. 15.000 im Niedersachsenstadion. Ein offener Schlagabtausch zum Schluss. Chancen auf beiden Seiten und dann dieser Konter. David Wagner. Überzahlangriff für Mannheim. Sascha Licht, eine frische Kraft auf dem Weg zur Lichtgestalt. Es fehlten nur ein paar Meter. 2:2 am Ende. Ein bisschen glücklich für Hannover 96. Und Heiko Klaasen gibt Ihnen jetzt mit den Interviews noch den Rest. Sie haben danach bestimmt eine halbe Minute am Netz gestanden. Worüber haben Sie danach gedacht? Warum ich im Monitor geschossen? Ja, voll. Da geht dann alles durch den Kopf. Also, ob wir nicht vorbei hätte fliegen können oder hätte man lieber durchgelassen. Aber wie gesagt, es ist passiert und kann nichts verändern. Ich stelle die Mannschaft ja nicht grundsätzlich in Frage. Die Mannschaft sind gute Jungs, wirklich. Versuchen das Beste herauszuholen. Nur ein gewisser Anspruch ist da und um dem Anspruch gerecht zu werden, müssen wir einfach so handeln und sicherlich auf 3, 4, 5 Positionen uns qualitativ so alternativ verstärken, dass wir wirklich dem gerecht werden können. Erstklassig ist wenigstens der Tortanz von Goran Milovanovic und Ersatzkeeper Heinz Müller. München bitte. Ja, danke schön, Tino Polster. 4 Treffer jetzt in dieser Saison in 3 Spielen. Bisher. 90 in der 10. Minute. Goran Milovanovic mit dem 1:0. Unglücklicherweise dann in der 57. Minute noch ein Tor erzielt von einem Hannoveraner. Achten Sie jetzt drauf. Jetzt kommt er, Herr Blank, ins eigene Tor. Danach dann die Führung für Waldhof Mannheim. Und zum Glück am Ende dann noch einmal Goran Milovanovic in der 80. Minute
Milovanovic führt übrigens jetzt die Torschützenliste an. Energie Cottbus, 1. FC Nürnberg, VfL Bochum, das ist die Tabellenspitze.